Moin Moin Leute, Firefox 401 ist draußen. Und nein, das soll jetzt kein Video werden über den Firefox 4, das irgendwie verspätet kommt. Juhu, wir haben ihn jetzt endlich. Nein, ich möchte euch mitteilen, dass Firefox 5 morgen voraussichtlich erscheinen wird. Es gibt hier auf der Internetseite von Mozilla, also wenn man hier einfach mal reinschaut, mozilla.com/d/firefox/channel, gibt es drei Varianten zur Auswahl. Einmal die fertige Version, das ist Version 4.0.1 derzeit. Die kann man sich bedenkenlos herunterladen, installieren, nutzen und surfen. Alles kein Problem. Morgen erscheint dann Version 5, die ist heute noch als Beta ausgezeichnet. Warum sollte man umsteigen? Ja, es geht schneller. Es wurde ein bisschen intern am Code geschraubt, ein wenig an der Sicherheit gearbeitet. Das war es dann aber auch. Es sind noch nicht wirklich Neuerungen vorhanden. Was man aber definitiv schon machen kann, ist Firefox Version 6 herunterladen. Und zwar ist das hier hinten der Bereich Aurora. Das ist wirklich noch ja, eine Alpha-Variante des Firefox. Es gibt dann sogar noch eine Developer-Variante, die man sich noch anderweitig manuell runterladen kann, die Version 7. Aber die nutze selbst ich nicht. Ich nutze hier auf meinem Rechner Version 6. Und warum das Ganze? Ich möchte ganz einfach schon die neuesten Updates, die neuesten Funktionen, die neuesten Sicherheitsfeatures nutzen können. Und ich muss sagen, Firefox 6 ist mir bislang nicht einmal abgestürzt. Obwohl es noch in so einer frühen Alpha-Phase sich befindet. Zudem merkt man auch wirklich schon einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil. Die Seiten bauen sich unglaublich schnell auf, wenn ich jetzt einfach mal zur Probe web.de aufrufe. Es geht unglaublich fix, da ist wirklich schon mit Werbung und allem drum und dran in Sekundenbruchteilen die Seite aufgebaut. Wenn ich mich da zurückerinnere an die DSL 1000 Zeiten und noch weiter zurück, mein Gott, das waren noch Zeiten. Natürlich ändert das jetzt nichts an der YouTube-Geschichte, dass Videos schlichtweg langsam geladen werden, aber das ist ein Problem der Telekom, das ist eine andere Geschichte. Also ich kann nur jedem empfehlen, auf die Alpha-Variante, auf die Version 6 zu wechseln. Gibt es überhaupt keine Probleme weiter? Stellt man sich natürlich die Frage, warum macht Firefox das? Dieser schnelle Sprung von Version 4 auf Version 5, der jetzt diesen Monat dann erfolgen soll. Und in knapp 3 Monaten soll dann schon Version 6 endgültig raus sein und Ende des Jahres dann schließlich Version 7. Nun, das liegt ganz einfach daran, dass Google mittlerweile in der Version 12 zur Verfügung steht, also Google Chrome. Version 13 ist in der Beta und die Developer-Variante von Google gibt es in der Version 14. Da hat Semper-Video auch gerade ein sehr schönes Video zu gemacht. Der Internet Explorer, der besteht momentan auch in der Version 9 und Opera müsste auch in Version 11, glaube ich, jetzt sogar schon verfügbar sein. Zudem sind alle kostenlos. Und da ist Firefox natürlich in der Bedrohung, weil dann durchaus auch viele Benutzer sehen können, Firefox Version 4. Google arbeitet doch schon an Version 14. Nehme ich doch mal lieber Google. Die sind weiter. Nichtsdestotrotz erachte ich den Firefox als einen der besten Browser momentan. Es ist immerhin auch mein Hauptbrowser. Lasst mich doch einfach mal wissen, was ihr von dieser ganzen Versionshüpferei haltet und welchen Browser ihr so bevorzugt und ob ihr von Firefox euch auch schon die Beta- und Alpha-Varianten anschauen würdet, runtergeladen habt, wie auch immer. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, das würde mich mal echt interessieren, wie viele Leute dieses Angebot nutzen. Und ansonsten soll dies meine kleine Vorstellung dazu gewesen sein. Ein Tag vor Firefox 5 Release. Und ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Bis dahin und bis neulich.